Hallo und herzlich willkommen aus meinem Hotelzimmer. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ein Zimmer ganz für mich allein. Ta-ta-ta-ta. Es ist so geil, es ist so geil. Es ist schon echt erstaunlich, über was für Kleinigkeiten man sich freuen kann. Das Zimmer ist nicht groß, es ist nicht toll eingerichtet, aber es ist meins. Ganz für mich alleine. Oh, es ist so schön. Ich habe meine eigene Dusche. Dann stelle ich erstmal mein Handy hier hin. Gucken, ob das so klappt. Ich könnte so feiern. Es ist einfach nur genial, wenn man sich so zwischenzeitlich einfach mal ein bisschen Ruhe und Abstand von anderen gönnt. Ich war gestern wieder in einer Herberge mit, keine Ahnung, über 20 Leuten in einem Raum. Es war erstaunlich ruhig dafür, dass so viele Leute in einem Raum waren. Aber es ist doch, man ist so in der Privatsphäre doch geringfügig eingeschränkt. Sagen wir es mal so. Und es ist einfach, wenn man so diese Sachen, die für einen so selbstverständlich geworden sind, wenn man seine eigene Wohnung hat oder ein eigenes Hotelzimmer und wenn man in Urlaub fährt und sowas, dann weiß man das gar nicht so zu schätzen. Aber wenn man, was weiß ich, mal 2 Wochen irgendwo in Herbergen mit zig anderen Leuten, mit Schnarchern, die rekordverdächtig den Wald absägen, verbracht hat, dann sind einfach diese Dinge absolut genial. Es ist einfach nur genial. Und auch die Dusche, oh, da kommt richtig schön heißes Wasser mit viel Druck raus. Das ist wie eine Rückenmassage. Okay, ich schweife ein bisschen ab, ich komme so ins Schwärmen, aber ihr merkt schon, es ist einfach nur, wie sehr ich mich hier darüber freue. Kostet mich zwar 30 Euro pro Nacht, aber für heute und für morgen ist das hier mein Platz und ich finde es einfach nur geil. So, morgen gibt es nämlich einen sogenannten Rest Day für mich. Ich werde mal einen Tag Pause machen. Ich bin in der Stadt Burgos. Burgos ist eine wohl der, weiß ich nicht, bekanntesten, berühmtesten und auf jeden Fall attraktivsten Städte in Nordspanien. Ich bin gespannt. Heute habe ich noch nicht ganz so viel davon gesehen, außer das Industriegebiet, wo ich durchgelaufen bin. Aber das soll halt sehr von der Altstadt und Innenstadt sehr, sehr schön sein. Es gibt hier, glaube ich, auch irgendwie ein Schloss oder eine Burg und viele Sehenswürdigkeiten. Also ich bin gespannt, was morgen ist. Ich werde auf jeden Fall Sandy mitnehmen, viele Videos machen und dann mal gucken, was mich alles so erwartet. Heute bin ich 28 Kilometer gelaufen. Das ist mit Gepäck auf jeden Fall die längste Strecke, die ich jetzt auf dem Jakobsweg zurückgelegt habe. Das merke ich auch. Aber ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen geschummelt. Ich habe heute Morgen nämlich eine Schmerztablette eingeschmissen. Ich wollte nicht mehr unter Schmerzen laufen. Und das hat auch echt viel gebracht. Also ich konnte hier die Strecke ziemlich gut durchstehen. Habe mir zwar dann noch eine neue Blase gelaufen, aber gut, das ist eigentlich nicht ganz so schlimm. Da kommt man irgendwie mit zurecht. Aber ansonsten, die Achillessehne schmerzte nicht so. Und auch die anderen, der kleine Zeh, ist alles so im grünen Bereich. Ja, und ich hoffe, dass wenn ich mir morgen mal einen Tag Pause gönne, dass dann alles so ein bisschen besser ist. Ja, meine Vorräte sind heute auch zur Neige gegangen. Deswegen war es ganz gut, dass ich hier jetzt angekommen bin. Dann konnte ich erstmal wieder auffüllen, Wasservorräte nachfüllen und so weiter. Und diese ganzen Dinge. Und es ist, oh, ich hatte heute Morgen einen ganz besonderen Moment. Ich habe nämlich, habe ich mir meine Kopfhörer rausgeholt und habe zum ersten Mal, seit ich jetzt hier auf dem Jakobsweg bin, einfach mal ein bisschen Musik angemacht. Heute Morgen war es ziemlich bedeckt, also es war bewölkt überall und es war sehr, sehr neblig. War dann auch angenehm kühl, also es war ein gutes Wetter zum Wandern. Und dann bin ich durch den Wald gelaufen und habe mir dann richtig schön stimmungsvolle Musik angemacht. Und dann durch diesen nebligen Wald zu gucken, ich weiß nicht, jeder hat bestimmt schon mal so einen Film gesehen, wo dann so ganz besondere Momente sind und die Musik im Hintergrund, das untermalt das so richtig schön, da kriegt man so eine richtige Gänsehaut. Und heute Morgen war das wirklich, das war so ein richtig magischer Moment, als ob man in so einem Film drin ist. Also es war unglaublich. Es ist ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Und dann mit dieser Musik und ich habe dann einfach so langsam durch diesen nebligen Wald geguckt. Einfach hammergenial. Also ich habe sowas zu Hause noch nicht erlebt, auch wenn wir in Deutschland ja auch Nebel und Wälder haben. Also man könnte das theoretisch auch machen. Dafür muss man nicht nach Spanien kommen. Aber es ist einfach etwas. Die Aufmerksamkeit ist hier anders. Also man richtet seinen Fokus viel mehr auf diese Dinge, als man es vielleicht zu Hause tut. Dann nimmt man diese Dinge gar nicht so wahr. Also zumindest geht es mir so.
Und vielleicht lag es aber auch daran, an dem Traum, den ich heute Nacht hatte. Das war sehr spannend für mich. Ich bin eigentlich jemand, der sonst eigentlich ganz, ganz selten träumt. Also zumindest erinnere ich mich nicht an meine Träume. Aber heute Nacht war das ein sehr markanter Traum, sehr bemerkenswerter. Und zwar möchte ich da einfach mal kurz von erzählen. Ich stand in dem Traum, stand ich auf einer Klippe mit mehreren Leuten. Und unter dieser Klippe, ich weiß es nicht, 10, 15 Meter Höhe, also schon sehr beachtlich, da war ein kleiner See, der sehr, sehr tief auch war. Also man konnte den Grund nicht sehen und ob der überhaupt einen Grund hatte, wusste ich in diesem Traum auch nicht. Und ich wollte da runterspringen. Das war so eine Art Mutprobe, das zu machen. Und ich weiß, ich wollte es machen, aber irgendwie hab ich mich nicht getraut. Und dann kam von hinten jemand, ich weiß nicht wer, der mir dann so einen kleinen Schubs gegeben hat, sodass ich in dem Traum halt runtergesprungen bin und in diesen See gefallen. Und als ich in diesem Wasser runtergetaucht bin, habe ich gemerkt, dass da unten einfach eine richtig tiefe Dunkelheit war. Da war etwas, was mich sehr erschreckt hat, was mir sehr viel Angst gemacht hat. Ich konnte es nicht greifen, aber ich wusste, ich wollte einfach nur wieder hochschwimmen und wollte davon weg und wollte fliehen eigentlich. Aber dann kam diese Dunkelheit, die ich auch so nicht so beschreiben konnte. Es war nichts Greifbares, die mich dann heruntergezogen hat. Und ich musste dem wirklich, sag ich mal, mich stellen und ja, dieser Angst ins Auge sehen. Das ist wahrscheinlich, weil mich dieses Thema hier sehr, sehr viel beschäftigt. Habe ich da jetzt auch noch von geträumt. Auf jeden Fall war das sehr, ja, sehr spannend. Naja, und dann bin ich halt aufgewacht. Ich weiß nicht, wie es weiterging. Aber es hat mich dann, als ich so morgens darüber nachgedacht habe, hat mich das so ein bisschen an diese Situation, ich glaube bei Star Wars war das auch mal, wo Luke Skywalker dann in diese Höhle reingeht und sich auch seinen Ängsten irgendwo stellen musste, um dann nachher als Jedi-Ritter wieder rauszukommen und seine wirklichen Stärken zu erkennen. Also kann man das ungefähr so ein bisschen vergleichen, so wie dieser Traum war. War auf jeden Fall sehr spannend und ich habe überlegt, okay, was soll dir das jetzt sagen? Oder was soll das jetzt so für deinen Weg bedeuten? Und ich denke, es ist einfach die Situation, auch dass heute Morgen so dieser Nebel war, dass man sich häufig in Situationen befindet, wo man vielleicht nicht den Weg erkennt, wo man nicht weiß, in welche Richtung man gehen soll oder was man machen soll, welche Entscheidung man treffen soll. Aber dass es wichtig ist, trotzdem einfach weiterzugehen oder auch dir eine Entscheidung zu treffen, ohne vielleicht ein bestimmtes Wissen dahinter zu haben. Weil auch wenn ich keine Entscheidung treffe, ist das auch eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Und ja, ich denke einfach so für mich, dass es halt eben das ist, warum ich hier bin, in diese Dunkelheit zu schauen und in diese Abgründe. Und das hört sich vielleicht ein bisschen theatralisch an, wenn man immer von Dunkelheit und Abgründen spricht. Aber einfach den Blick auf Dinge zu richten, wo viele Menschen und ich nehme mich da jetzt mal nicht aus, auch einfach vielleicht Angst haben, dorthin zu schauen. Vielleicht, weil man Angst hat, etwas zu erkennen, was man nicht erkennen möchte. Und ich denke, das ist vielleicht dieser Punkt, den mir der Traum sagen wollte oder was mich einfach gerade jetzt sehr viel beschäftigt. Und ja, ich denke, ich werde das einfach jetzt mal so hinnehmen, werde mal gucken, wie sich dies in den nächsten Tagen entwickelt und werde mir morgen auch viel Zeit für mich nehmen und einfach mal so ein paar Dinge einfach mal so an mir vorbeiziehen lassen, ein bisschen Ruhe gönnen, ein bisschen runterkommen, ein bisschen abschalten. Und schauen, was dann einfach passiert. Auf jeden Fall freue ich mich heute Nacht alleine schlafen zu können. In einem, keine Ahnung, was ist das hier, 1,60 m, 1,80 m breites Bett. Gut, im Bett habe ich so oder so immer alleine geschlafen. Aber die Betten sind in Spanien ziemlich klein. Also das, was ich jetzt letzte Nacht hatte, das ist nur 1,80 m lang gewesen. Und ich bin 1,77 m groß, also ist für mich schon knapp. Ihr könnt euch vorstellen, wenn jemand halt ein bisschen größer ist. Wo ich ja einige Leute von kenne, die haben echte Probleme in den Betten. Also, es ist nicht so witzig. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich nur so mittelmäßig groß bin. Da passt das gerade so doch. So, ja, das war der heutige Tag. Ja, mehr gibt es jetzt eigentlich oder wollte ich nicht unbedingt sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer, wenn es noch Fragen gibt, irgendwelche Anregungen, irgendwas, was ihr gerne wissen wollt, immer nur raus damit. Ja, ich versuche, dass alle Fragen nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten und hoffe, dass euch das Video mal wieder gefallen hat. In dem Sinne, einen wunderschönen, was ist heute? Dienstag?
glaube Dienstag, ne? Also einen wunderschönen Dienstagabend.